Aber ja, es wird am meisten Sinn machen, wenn wir jetzt ihn umbringen. Komm her. Hier, wo kein anderer Ork in der Nähe ist. Warum verfolgt er uns nicht? Freund? Ist er jetzt weggegangen? Ah, da wollte ich doch gerade mein neues Schwert ausprobieren. Na gut. Dann halt erstmal wieder das Olimol in die Hand. Und die Fackel. Und wenn er uns nicht mehr bewacht, dann können wir ja auch direkt zu den Schamanen hochgehen. Mit etwas Glück sind wir auch schnell genug mit dem Zauber und können einfach uns dahinter teleportieren. Und die Orks kommen nicht hinterher, jedenfalls nicht schnell. Die müssen dann wahrscheinlich erstmal die Säule irgendwie runterfahren oder selber hochklettern, um sich dann Zugang zu verschaffen. Und in der Zeit können wir schon mal reinlaufen. Ah, da ist unsere Wache. Mist. Dann laufen wir jetzt mit dir in den Thronsaal. Der war ja noch weitläufiger als die Schamanenquartiere. Und da bringen wir ihn um. Und dann müssen wir überlegen, ob wir die Schamanen hier auch umbringen oder ob wir uns gleich an das Tor stellen und den Zauber sprechen. Ha, ha, ha. Ja, das ist nicht mehr viel zu lachen, Freund. So, das dürfte fast schon reichen. Hm? So. Jetzt wundere dich nicht. Ich ziehe nur kurz ein Schwert. Und bring dich um. Wir hören keinen Alarm, keine Schreie. Das ist sehr gut. Wir nehmen doch gleich mal das Olomule wieder in die Hand. Und gehen einfach wieder zurück. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Schamanen sich nicht wundern, wo unsere Wache abgeblieben ist. Oh, es sind vier Schamanen. Okay. Aber die scheinen beschäftigt zu sein. Ja, ich bin versucht, die Schamanen jetzt anzugreifen, weil die scheinen ja beschäftigt zu sein. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen umbringen können, bevor die anderen überhaupt merken, was los ist. Dann können wir schnell zu dem zweiten laufen. Und danach würde es sich ein bisschen in die Länge ziehen. Und wenn es sich in die Länge zieht, kommen die anderen Wachen garantiert auch. Nee, wir versuchen es mit dem Zauberspruch. Das heißt, wir stellen es einfach hier hin. Suchen jetzt die orkische Teleportationsrolle raus. Wo auch immer die sich versteckt hat. Untote vernichten, freundlich stimmen. Nanu. Wo hat die sich versteckt? Hier sind unsere Karten. Hier haben wir lauter Zähne und andere Jagdtrophäen. Wo haben wir die denn hinsortiert? Feuerball, Feuerregen. Ja, wir haben definitiv viel zu viele Zaubersprüche. Ah, da ist er doch. Orkischer Teleportzauber. So. Und schnell rüber da. So. Oh, die haben uns gar nicht mal angegriffen. Sehr schön, die Schamanen. Oh, oh. Doch, jetzt ist da jemand stinkig geworden. Au, 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 au. Ja, 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 wir hauen schon ab, wir hauen schon ab. Das tat weh. Wo sind unsere Heiltränke? Aber sie können anscheinend nur durch Zaubern wirklich hinterherkommen, scheinen sie nicht. Also sie schießen jetzt so lange gegen das Gitter, bis es schmilzt. Aber gut, wir sollten uns beeilen. Schwert in die Hand. Und rein da. Auch wenn es stockt uns das. Sehr weitläufig. Und definitiv der Tempel des Schläfers.
Das Kruschak, wie die Orks ihn nennen. Was haben wir hier? Eine recht tiefe Schlucht. Da ist eine recht wackelige Brücke. Ich würde eigentlich ganz gerne meine Fackeln rausholen, aber ich denke mal, wir sollten hier jederzeit bewaffnet sein. Dass wir werden im Halbdunkeln hier rumtorkeln müssen. Aber da ist ja schon beleuchtet, sehr schön. So weit, so still. Oh, Skelett. Ein Skelett. Ein zähes Skelett. Ein sehr zähes Skelett. Ah. Der war jetzt nicht so das Problem. Komm. Nicht umrunden lassen. War es das Nervige, hm? Dich kriegen wir irgendwie nicht klein. Also entweder treffen wir ihn nicht ordentlich oder er muss irgendwie einen magischen Schutz haben. Na komm. Ah, na also. So, zähes Pack. Gleich mal Geschwindigkeitstrank hinterher, damit wir schnell weglaufen können, falls da mal ein paar mehr uns angreifen. So, da oben sind noch mehr Skelette. Noch viel mehr Skelette. Die sich alle nicht bewegen. Dann können wir sie vielleicht einzeln oder in kleineren Gruppen anlocken. Das wäre schon mal schick. Aber wir treffen die nie. Das ist echt komisch. Vielleicht ist die Klinge ja verflucht. Nehmen wir mal ganz schnell unsere andere. So, ups, das war knapp. Aber wirklich viel besser ist es auch nicht. Nee, das wird nichts mit der Klinge zu tun haben. Die können einfach nur sehr gut ausweichen. Sehr, sehr gut ausweichen. Ja, nehmen wir unser Schwert wieder in die Hand. Und noch ein Heiltrank. Und noch ein Heiltrank. So. Was haben wir denn da unten? Da unten ist irgendwie ein Gitter. Wird wahrscheinlich verschlossen sein. Hier sind noch zwei Skelette. Zwei Gitter. Und ich höre Minecrawler. Oh, wo bist du näher gekommen? Nee, 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 keine neuen Skelette rufen. Das haben wir gerade nochmal verhindern können. Ja, und was haben wir denn hier? Links ist wohl so eine Art Feuer. In der Mitte Stein. Das rechte ist vielleicht Luft. Gucken wir uns mal mit einer Fackel ein bisschen genauer an. Nee, also links ist rot, in der Mitte ist gelblich und rechts ist lila. Ha. Komisch, wird irgendwas wahrscheinlich mit den Gängen zu tun haben. Hier sind ja doch recht viele. Hast du was dabei? Ah, wieder magische Sachen, die wir verkaufen können. Na gut, schauen wir einfach mal in den hier zuerst rein. Sackgasse? Nee, da war ein Schalter. Oh. Hehe. Ja, schöne Falle. Wenn es ein paar mehr Skelette gewesen wären. Oh, in seiner Kammer ist ein Schalter. Das müssen wir gleich mal angucken. Aber erstmal ihn hier umbringen. Ja, genau dich. So. Fackel wieder in die Hand. Und was haben wir da? Eine Spruchrolle. Die kann mal mit.
Tränke haben wir auch gern. So, und machst du jetzt das Gitter wieder auf? Nee. Ist hier auch noch einer? Jo. Klick. So, der Weg... Oh. Der Weg raus ist jetzt frei. Sollten wir gleich mal gucken, ob der Weg zurück auch frei ist, damit wir im Notfall uns absetzen können. Wobei das bisher das Ganze ja ziemlich machbar zu sein scheint. Die sind zwar ziemlich zäh, die Skelette teilweise, aber dafür teilen sie nicht so gut aus. So, und der Weg zurück ist auch frei. Sehr schön. So, Schluck. Schluck. Und Fackel in die Hand. Hier sind hier diese Symbole auf dem Boden. Das wird dann wohl dieses gelbe Symbol sein. Das ist das rote. Und das ist das lila. Ne? Wie war das? Es war links das rote. Dann kam gelb, dann kam lila. Müssen wir jetzt in der Folge irgendwas hier drücken? Ja, hier ist ein Schalter. Haben wir noch irgendwelche Hinweise? Ja, tote Abenteurer. Was darauf schließen ist, dass wenn wir jetzt hier irgendwas falsch machen, dass wir dann sterben werden. Oder dass irgendeine Falle ausgelöst wird. Na gut, gucken wir uns mal vorne beim Eingang das Ding genauer an. Und wir wissen auch nicht, ob die Orks von links nach rechts oder von rechts nach links lesen. So, da vorne war die Tafel. Also, links rot. Mitte dieses Gelb und rechts lila. Okay, rot, gelb, lila, rot, gelb, lila. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Sprechen wir trotzdem halt sicherheitshalber ab. Zip, zip. 82. Also, rot. Das ist nicht rot, das ist rot. Klick. Nichts passiert. Okay. Gelb. Klick. Nichts passiert. Das dreht sich irgendwie immer wieder zurück. Und jetzt lila. Klick. Und wir sehen die Tafel. Wie auch immer wir sie sehen können. Und die Tore sind aufgegangen. Schön, schön. Oh, die Tore unten wohl auch. Oh, das Tor. Und da waren definitiv Minecrawler zu hören. Aber Minecrawler sind machbar. Und Wolf wird sich über jede Platte freuen, die wir ihm bringen. Also nicht jetzt für unsere Rüstung, die ist hier schon in Arbeit. Sondern für weitere Rüstungen. Da werden sich die Söldner und Banditen bestimmt drum prügeln. So, Minecrawler kommt her. Ah, hier ist es auch wieder so düster. Wir sollten vielleicht mal einen Lichtzauber sprechen. Dann haben wir die Hände wenigstens frei. Haben wir denn Lichtzauber? Eisfall, Kugel, Blitz, Telekinese. Licht. Ah, sehr schön. Schwert in die Hand. Davon hätten wir ein paar mehr kaufen sollen. Wow, wo kommst du denn her? Ist der gerade aus dem Boden gekommen, oder? Boah, das war ja unheimlich. So, weiter. Wirklich C sind die ja nicht. Die in der neuen Mine kamen mir irgendwie stärker. Ups. Kam mir irgendwie stärker vor. Aber die hier haben definitiv mehr Menschen auf dem Gewissen. Wenn man die ganzen Skeletten hier an der Wand trauen darf. Oh. Hatten wir eben doch noch ein paar Glückstreffer. Der hier war schon ein bisschen zäh, ja?
hier war auch gerade noch ein Abenteurer. Noch eine Waffe. Oh, was bist du denn, Schönes? Du bist nicht so gut wie unsere jetzige Klinge. Aber das wäre auch komisch. So. Oh, was bist denn du? Du bist ein... Wow. Jemand, der sehr doll reinhauen kann. Na komm. Ha. Der sieht ziemlich untot aus. Orks. Okay, Ork-Zombies. Da werden wir jetzt vorsichtig sein müssen. Zumal die auch recht taktisch vorgehen. Also sie können auch logisch denken. Weil er hat wirklich pariert, hat gewartet, bis ich angegriffen habe. Davon sollten wir nicht zu viel auf Ahaha einmal bekommen. Kaum habe ich es gesagt. Ups. Ja, komm, komm runter. Können wir euch ein bisschen aufteilen. Dich müssen wir zuallererst töten. Dann deine Diener. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die Skelette die Diener von den Zombies sind. So, das letzte Skelett will nicht mitkommen. Dann kommen wir halt zu dir. Zack. Und kommt gleich noch eins. So. War's das? Fürs Erste. Schön, schön. Heiltrank. Heiltrank. Und erstmal abspeichern. Und LP 83.